Ganz schlechte Nachrichten für alle, die in Köln wohnen und aus der Kirche austreten wollen. Bis Ende April sind alle Online-Termine beim zuständigen Amt leider ausgebucht. Ist so. Ja. Keine Frage, wenn so viele raus wollen. Gleichzeitig hat das viele Gründe. Aber in dem Fall hat ein Mann schon sehr mitgeholfen. Der immer selig lächelnde Erzbischof Rainer Maria Wölki. Ja, gegen den gibt es einen regelrechten Aufstand. Muss man so sagen. Pfarrgemeinden, katholische Verbände, sein eigener Stadtdechant, was immer das ist, verweigern ihm die Zusammenarbeit. Hat es noch nie gegeben. Warum? Weil Hochwürgen erst mit großem Tamtam ein Missbrauchsgutachten angekündigt hat, um es dann nicht zu veröffentlichen. Ja, wegen, Zitat, methodischer Mängel. Viele Wölki-Sätze klingen jetzt im Nachhinein irgendwie hohl. Unser Kölner Erzbistum wird sich der Wahrheit stellen, auch dann, wenn diese schmerzlich ist. Und dazu gehört es, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufzuklären. Es sei denn, was beim rücksichtslosen Aufklären rauskommt, gefällt mir nicht. Ja, das Bistum Aachen hat übrigens bei derselben Anwaltskanzlei ein Gutachten bestellt und veröffentlicht. So geht Transparenz und nicht anders. Methodische Mängel. In der Kanzlei in München arbeitet eine Juristin, die früher die Cosa Nostra verfolgt hat. Die kennt sich also eindeutig aus mit organisierter Kriminalität. Leider hat das Vertuschen von Missbrauch Tradition in der Kirche. Wissen Sie, geht ja ganz weit zurück. Im Kölner Dom hängt ein Triptychon. Das zeigt die Geschichte von Sankt Pädophilius. Der wurde im 5. Jahrhundert wegen Missbrauchs verhaftet und direkt wieder freigelassen, weil die weltliche Justiz gar nicht zuständig ist. Und zur Strafe nur nach Regensburg versetzt, wo die Domspatzen leiten musste. Das war ihm eine Lehre. Ja, Rainer Maria Wölki hatte eine Art Mentor. Ein Pfarrer, der Ende der 70er ein Kindergartenkind missbraucht haben soll. Das hat die Kirche auch zugegeben, denn 2011 wurden 15.000 Euro Entschädigung gezahlt. 2012 begleitet aber genau dieser Priester, Johannes O. Wölki, zu seiner Kardinalserhebung in den Vatikan, quasi als Ehrengast. Nach Recherchen des Kölner Stadtanzeigers wurde Wölki aber wohl schon im Juni 2011 in den Fall eingeweiht. Ganz sicher ist, er hat ihn nie nach Rom gemeldet. Mit der Begründung, der Täter sei da schon zu alt und zu krank gewesen. Alleine dafür hätte Wölki sich längst entschuldigen müssen. Hat er auch Weihnachten. Hat er versucht, auf seine Art. Was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Mir tut das so von Herzen leid, dass die blöde Lügenpresse von all dem Wind gekriegt hat, liebe Gemeinde. Ja, er fühlt sich von den Medien verfolgt. Man schätzt, dass sein Bistum für PR-Berater und Anwälte rund dreimal so viel ausgegeben hat, wie für die Entschädigung der Missbrauchsopfer. Der Wölki lässt sich halt juristisch nur von den Allerbesten beraten. Unter anderem dabei ist die Kanzlei Höcker, die auch den türkischen Präsidenten Erdogan und die AfD vertrat. Cool. Wölki, Erdogan und die AfD treffen sich beim Anwalt. Klingt wie der Anfang von einem ganz schlimmen Witz. Journalisten, die das geheime Gutachten sehen wollten, mussten vorher in Köln eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben, also nichts darüber berichten. Hat natürlich keiner gemacht. Wir Medien sind das Problem. Oder in den Worten des Kölner Weihbischofs Ansgar Puff. Josef Goebbels wird der Satz zugeschrieben, man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie auch geglaubt. Wiederholungen allein machen eine Aussage nicht automatisch wahr. Auch nicht, wenn es um das angebliche Fehlverhalten von Bischöfen geht. Manche Sachen muss man aber ständig wiederholen, weil manche angeblichen Christen sie nicht hören wollen. Der Herr Puff. Ich sage einfach gerne den Namen. Ich bin ein schlichtes Gemüt. Ist Kardinal Wölki noch zu halten? Diese Woche hat er der Kölnischen Rundschau gesagt, Zitat, ich habe mein Gewissen geprüft und bin persönlich der Überzeugung, dass ich mich korrekt verhalten habe. Aha, vielleicht einfach noch mal von vorne prüfen. Vorschlag. Ich meine, es gibt ja Präzedenzfälle. Hier, Erzbischof Anno, im Jahr 1074 von wütenden Kölnern aus dem Dom vertrieben. Der konnte im letzten Moment durch ein Loch in der Stadtmauer fliehen. Der Volksmund sprach vom sogenannten Anno-Loch. Kölner Humor. Apropos Anno-Loch. Die katholische Kirche muss sich endlich der Wurzel ihres Problems stellen. Der komischen Sexualmoral. Ja, und das betrifft übrigens auch ihn hier, den großen Reformer Franziskus.
Ein Journalist fragt den Papst, wie Eltern sich verhalten sollen, wenn ihr Kind homosexuelle Neigungen zeige. Beten, antwortet Franziskus zunächst, nicht verdammen. Wenn es sich in der Kindheit zeigt, kann man noch einiges machen mit Psychiatrie oder sehen, wie die Dinge sind. Ja, homosexuelle Kinder in die Psychiatrie. Mal was anderes, der Ansatz. Am besten wäre, die halten sich ganz raus aus sämtlichen untenrum Themen. Machen sie aber nicht. Neuerdings gibt es ja sogar einen, tatsächlich wahr, katholischen Pornokanal. Ja, Katholen-YouPorn heißt das. Dieses Video heißt, in der Gemeindearbeit aktives Ehepaar hat freudlosen Sex im Dunkeln, weil es noch ein Kind will. Oder hier, von Fleischeslust gequälter Gottesmann denkt darüber nach, Hand an sich zu legen, lässt es dann aber doch. Noch verschweinter das hier, der katholische Dreier. Ein Mann mit zwei Frauen gleichzeitig beim Frühstück und eine davon ist seine Schwiegermutter. Für mich zu hardcore. Junge. Der Vatikan sieht absurderweise bis heute keinen Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch. Was die da in Rom mal dringend brauchen, ist eine ehrliche Predigt. Der biblische Untergangsprophet Gernot Hassknecht klettert auf einen Berg und spricht zur katholischen Kirche. Warum müssen Propheten immer auf Berge latschen? Was soll der Scheiß? So. Schlechte Nachrichten für alle Reformer in der katholischen Kirche. Vergesst es einfach. Manche Sachen kann man nicht reformieren. Den Vatikan, Nordkorea, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht halt nicht. Die sind, wie sie sind. Der Laden ist und bleibt eine von alten Männern mit spitzen Hüten geleitete Machtmaschine, bei der Jesus gesagt hätte, nee, danke, da arbeite ich lieber wieder als Zimmermann auf 400-Euro-Basis. Tut mir ja auch leid, zum Beispiel für die engagierten Frauen bei Maria 2.0, die immer noch auf PriesterInnen hoffen. Hier? Memo aus der Chefetage. Bischof Rudolf Voderholzer, der uns leider kein Interview geben wollte, sagt in einer Predigt, Jesus hat bewusst nur Männer als Apostel berufen. In der Antike sei das weibliche Priestertum durchaus bekannt gewesen. Ihr Dienst war oft verbunden mit der Tempelprostitution als Darstellung der Fruchtbarkeit der Erde. Na, das hört doch jede Frau gerne. Kann's gerne bei uns mitmachen. Als Nutte. In jeder normalen Firma gibt's nach so einem Spruch eine Abmahnung. Aber bei denen ist halt nichts normal. Bis heute kriegen Geschiedene, Wiederverheiratete nur in Einzelfällen das Abendmahl. Die landen in der Hölle, nur weil sie nach 30 Jahren Ehe mal eine neue Hackfresse neben sich auf dem Sofa haben wollen. Nochmal zum Mitschreiben. Der Laden ist unreformierbar. Vorschlag meinerseits. Macht mal genauso weiter. Als Folkloreverein, der sonntagvormittags in lustigen Kostümen das Mittelalter nachspielt. Warum nicht? Gibt ja einen Markt dafür. Aber dann hört das auch sofort auf, dass ich als Nicht-Katholik mit meinen Steuergeldern das Gehalt vom Wölki bezahle. Ich spende ja auch nichts an Scientology. So, jetzt kletter ich von dem blöden Berg wieder runter und besuche die gefallenen Frauen im Tempel. Hosianna und tschüss. Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.